Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Galacticraft Staffel 2 Folge 51. Leute, wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind endlich durch mit der Sache mit Folge 50. Ja, der Schnitt hat wieder mal Ewigkeiten gedauert. Ihr seht jetzt vielleicht schon, wir haben hier den Radius um 1 erhöht. Wir haben jetzt hier eine Einsertür, beziehungsweise dieses Fail einer Doppeltür. Egal. Wir haben einiges zu besprechen, und zwar, was uns natürlich ziemlich gefreut hat, war das Resultat von Folge 50. Ziemlich viele waren damit zufrieden. Habe ich irgendwas Negatives gelesen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Was ist los mit den Hatern? Wir haben irgendwie gar keine Hater, ne? Also, krasse Sache auf jeden Fall. Ich glaube, entweder wir sind es nicht wert, gehatet zu werden, also, oder die Leute feiern das einfach, ja? Kann natürlich auch sein, ne? Ja, ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht wert sind, gehatet zu werden, ja, weil glaube ich auch, Tobias. Glaube ich auch. Also, ich muss ja noch dazu sagen, nicht, dass der gute Mana Biscuit noch hier sich noch aufregt oder so. Er hat mit uns noch offscreen ein bisschen was gemacht, aber ich wollte es jetzt nicht in Folge 50 reinschneiden, weil das wäre im Prinzip unfair gegenüber den Leuten, die ja dann nicht in der Special-Folge dabei sind, nur um halt was sozusagen zu verändern, weil es gibt ja bei uns eben diese zwei Sachen. Du kannst entweder zu einer Special-Folge kommen und dann bei den Challenges mitmachen. Das solltet ihr übrigens bei der Bewerbung berücksichtigen. Oder ihr macht es eben so, dass ihr sagt, nee, ich will in eurem Let's Play direkt was verändern. Dann müsst ihr das halt auch uns dann sagen. Dann kommt ihr halt in eine Folge mit einer ungeraden Nummer dran, also 25, 75, halt sowas. Und dann geht das natürlich auch, ne? Wunderbar. Genau, die Folgen sind halt dann hauptsächlich dazu da, dass ihr uns irgendwas näher bringt. Also ihr seid dann in der normalen Baufolge am Stissel und müsst nicht gegen uns antreten, um zu verlieren und jämmerlich zu versagen, dass wir dann wieder in Führung sind. Also ich muss sagen, ich fand ehrlich, der hat sich voll gut geschlagen. Keine Ahnung, warum sich da jeder aufgeregt hat. Der war ja im Prinzip die ganze Zeit vorne dann, nachdem Tobi so übelst versagt hat bei den reißenden Fluten des Schicksals. Ja. Da gibt es doch gar nichts zu meckern, also keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt irgendwie Wasser noch hoch. Manche Leute haben ja auch den Rücken gedreckt. Ich glaube, der Lagi hat den Rücken gedeckt. Und ziemlich viele Leute haben generell geschrieben, yo, stabile Folge auf jeden Fall. Haben wir nicht einen Eimer hier rumliegen? Ja, ich habe hier zwei Eimer. Wir müssen das wieder so bewässern. Gib mal den Eimer. Ich mach's gerade schon hier. Gib mal den Eimer, bitte. Tobi. Warte, hier ist der Empty Bucket. Ah, der Empty Bucket. Pass mal auf. Wir nehmen uns jetzt einfach mal ganz kurz und machen uns außerhalb von dieser Base kurz eine unendliche Wasserquelle. Einfach nur, dass wir hier nicht mehr zurückgehen müssen wegen dem Eimer Wasser. Wir haben uns ja überlegt, ob wir die Folge jetzt woanders aufnehmen sollen. Also nicht mehr auf dem Mond, aber dann sind wir zu dem Schluss gekommen. Ja. Machen wir noch eine chillige Folge auf dem Mond. Ups, das wollte ich so nicht. Ja, und das, was dazu noch natürlich beiträgt, ist, dass wir momentan nicht wirklich eine Möglichkeit haben, hier wegzukommen. Ja, ne, aber das ist nebensächlich. Ne? Aber das hat ja bis jetzt noch keiner gewusst und so. Ja, das hat er auch eigentlich gar nicht gesagt gerade. Hast du die unendliche Wasserquelle? Ja. Weil dann reiße ich nämlich die hier ab und mach die auch zu Feld. Macht er die Eiskalt einfach zu Feld. So, jetzt dürfte es vielleicht sogar genügen für die Bubble Distributor. Ich bin momentan mir gar noch nicht, weil da wir haben jetzt irgendwie die Hälfte von dem ganzen Ding schon wieder eingetrampelt. Da egal, YOLO, das reicht aus. Schau mal, wir hatten davor nur 3 Weizen, das weißt du schon, gell? Ja, gut. Oh, ein bisschen laut. Egal. So, Pokémon-Musik ist jetzt auch am Start. So, was gab's noch zu reden? Es gibt so viel zu sagen, weil wir haben im Prinzip ewig lang keine Folge mehr aufgenommen. Hey, nimm mal hier nicht so volle Kanne, sondern volle, weißt du? Oh shit, Tobi. Ach du Scheiße. Egal. Holo. Deswegen platziert man das nicht rein, bevor man nicht ganz fertig ist. Aber Tobias, haben wir mal wieder voreilig. So, diese Kollektoren hier muss man mal ganz kurz woanders hin platzieren. Wir sind gerade auch ein bisschen aus der Übung. Irgendwie fällt es gerade so auf. Ja. Ich bin komplett still und wir haben... Ich bin gar nicht so still. Du bist aus der Übung, du Loser. Versager! Ja. So, pass auf, wir machen den ersten Kollektor jetzt einfach mal hier unten rein. Pass mal auf. Hey, by the way, was können wir noch sagen? Layout gewechselt. Kommt wieder Dust, oder? Genau, ja, wir fangen natürlich jetzt oder machen auch weiter mit unseren normalen Serien jetzt wieder, wie gewohnt. Wir haben jetzt halt für Folge 50 ein bisschen. Wie gewohnt, Zeit jeden zweiten Tag oder so? Oder jeden dritten oder jeden alle zwei Wochen oder so? Ja, so wie du halt auch immer Necrodancer rausbringst, ganz klar. Schon auf jeden Fall. So, und was wollten wir noch sagen? Genau, es ist, was uns auch ein bisschen gewundert hat. In den letzten Tagen, was ist da auf dem Kanal passiert, Tobias? Ja, da haben wir irgendwie so das Doppelte an Aufrufen im Monat gemacht. Ja, voll merkwürdig. So, YouTube hat ja da so Mittel und Wege, wie man das so ein bisschen einsehen kann. Und irgendwie ist es ziemlich seltsam, keine Ahnung. Ja. Wir finden es jetzt natürlich nicht schlecht. Also wir finden es nicht schlecht, aber es wird uns schon interessieren. Also wenn uns
euch oder wenn ihr da irgendwas mitgekriegt habt, dass wir empfohlen wurden, würden wir es natürlich gerne wissen, weil, ja, ne? Das eigentlich erklärt sich von selber, warum wir das wissen wollen. Wir sind ja keine undankbaren kleinen Kackbratzen, sondern wir wollen da natürlich Bescheid wissen, Leute. Okay. Ja, also, wie es jetzt hier weitergeht mit der Base, ist eigentlich auch relativ klar. Also, wir machen jetzt natürlich erstmal hier die Sauerstoffversorgung fertig und natürlich dann auch mal den Bau an sich, weil der ist ja bis jetzt noch nicht so wirklich fertig. Wir brauchen hier eigentlich schon fast die Sealed-Dinger, aber die haben wir jetzt halt leider nicht. Hast du nicht noch ein bisschen Stromkabel? Stromkabel habe ich noch ganz viel. Gib mal bitte Stromkabel. Tu mal nicht alles unnötige Zeug bitte mal hier in die Kiste rein. In die Kiste. Ja, nee, ist aber... Kiste. Ja, gut, ja, also wir sind hier auf dem Mond, was? Ich glaube, wir kommen, lass einfach mal das Portal aufstellen, weil wir brauchen jetzt mal eine Verbindung auf die Erde, nur für einen Notfall, weil sonst kommen wir nämlich da nie wieder weg. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, um ehrlich zu sein. Jetzt probieren wir es mal aus, ich meine, was soll schon schief gehen? Ja, das Schiefgehen ist ganz einfach, dass ich unnötigerweise dieses Portal gehe, die Dimension und dann meine Frames mal wieder bei 0,3 pro Sekunde sind. Ja, ich schaue einfach mal schnell rein, ob wir überhaupt in der Nähe sind, sonst lohnt es sich ja gar nicht, weißt du? Ja, genau, weil also... Für diejenigen, die keinen Plan haben gerade, wir versuchen das ein bisschen zu exploiten, dass man, also, nee, exploiten muss man jetzt nicht unbedingt auf Englisch sagen, das auszunutzen, dass wir, Ach, ausnutzen hört sich aber immer so... Ja, ist okay, so. Tobi, lass mich ausreden jetzt, ich will es sagen, oder erklär's einfach du. Ja, wir versuchen mit dem Portal in die, also aus der Mining Dimension, da kann man auch aus allen anderen Dimensionen rein, dass wir sozusagen über die Mining Dimension dann safe auf die Erde kommen, sozusagen, ist... Und ohne Rakete und dann... Safe. Safe. Kannst du mir bloß mal das Mining Multitool geben? Dann stell ich das Portal mal irgendwo schnell draußen auf und dann gucken wir mal. Das hab ich nicht, Tobias. Dann ist es allerdings ziemlich schlecht, weil das ist nämlich hier auch nicht drin. Tja, ist natürlich dann blöd. Dann hast du es jetzt echt nicht hast. Hab's nicht. Ist es vielleicht im Rucksack drin? Nee, bei mir nicht. Ich hab's nicht. Oder? Nee. Aber ich hab Glowstone-Fackel. Und ich hab Enderperlen, wenn du die haben willst. Wow. Much wow. Hab ich echt nichts? Ach Mann. Wir haben dir doch eigentlich mitgenommen, das Ding. Ich mein's ja auch. Das nehme ich jetzt gerade. Krass, vielleicht hast du das Mining-Tool nicht aus der Kiste rausgenommen, weil ich hab gesagt, also, dass ich nicht mehr mitnehmen kann und du warst dann der Letzte, der auf die Kiste zugegriffen hat. Vielleicht hast du gedacht, oh, kein Platz mehr für die Scheiße, lass weglassen. Dann machen wir das einfach irgendwann anders. So. Aber so. Genau, die Kuppel müssen wir auch noch fertig machen. Wir brauchen Glas, wir brauchen Rohstoff und dann die kommen hier halt gerade nicht. Das ist ein bisschen behindert. Also ich muss ja sagen, achso, ja genau, noch zum Mana-Biscuit ganz kurz. Was mache ich jetzt denn? Was mache ich jetzt schon wieder? Achso. Ah, okay. Zum Mana-Biscuit, der hat uns noch was Schönes gemacht, offscreen. Aber wie gesagt, es kommt eben jetzt nicht als Videomaterial, weil in diese Folge 50, weil... Fanden wir ein bisschen unfair denen gegenüber, die eben dann nur in die Folge kommen, um was zu machen. Und weil dann wäre er in der Challenge und so weiter und so fort. Gut, er hat auf jeden Fall uns ein paar Werkzeuge gemacht und das ist ziemlich cool. Coole Sache auf jeden Fall. Ja. So, wie viel produzieren denn die jetzt? Warte mal, da geht es schon. Reicht es für den Bubble Distributor schon? Was meinst du? Lass mal gucken. Ich glaube schon, aber ich weiß es gerade nicht. So, wo machen wir das jetzt am besten runter? Ich würde vorschlagen, wir machen das erstmal hier runter. Ja gut, machen wir es so. Also momentan sieht also die Base richtig ranzig aus, hier noch ist. Ja. Bis Folge 100 sollte da schon, ne? Aber ich weiß gar nicht, da müssen wir mal eure Meinung einholen, weil, also ich finde ja generell die Space Station geiler. Aber es ist natürlich auch eure Meinung gefragt und deswegen schreibt mal bitte, ob ihr eher für eine Mega-Mode-Base seid oder für eine Mega-Space Station, weil wir können natürlich nicht zweimal Mega machen. Weil das ist einfach, also zumindest vorerst mal nicht, wer weiß, wie lange das Let's Play geht. Ja gut, das stimmt natürlich. Ne? Das ist natürlich ein bisschen deine Sache da, ne? Wo baust du dann runter mit dem Sauerstoffkabel? Ich glaube, da mache ich einfach mal hier so ein bisschen so runter, rechts, links und dann sind wir eigentlich jetzt im Start. Jetzt ist der Bubble Distributor aber auch nicht mehr in der Mitte irgendwie, oder ist ja, der noch? Ja, ist er auch nicht. Warte, oder? Ne, hier ist die Mitte. Okay, warte, dann tun wir den kurz rüberziehen. Haust einfach kurz rüber. Direkt wieder 10 Blöcke auf einmal ab. Machen wir einfach mal ganz kurz das so, dass wir jetzt dieses Teil. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, gut, komm. Machen wir es einfach so. Passt schon. Also, da benutzen wir natürlich später dann die Sealable Blocks, also dass man den Oxygen Sealer hier verwenden kann, weil der ist normalerweise effizienter. Der braucht ja auch weniger Blöcke. Also weniger Raum. Die Bubble geht ja im Prinzip über diesen Raum hier hinaus. Und das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja nur die
in diesem Raum quasi den Sauerstoff. Ja, fail. Ihr wisst Bescheid. Fail. Sag mal, wo ist denn... Ich krieg das nicht hin, den da richtig zu platzieren. Was ist denn für ein geiler Track? Ah, Rayman Forever. Cool. Also ich bin mir auch im Überlegen, ob ich gerade... warte mal, wir haben schon genug... Hast du noch Pipes? Ja, ich hab noch ein paar. Okay, gib mal her. Hast du das Ding jetzt aufgesammelt? Gib mal her. Ja, ich hab's. Ich habe überlegt, ob ich... Gib mir mal die Pipes, bitte. Am Überlegen, ob ich die Playlist nochmal überarbeiten soll. Da müsst ihr mal Bescheid geben. Das ist auf jeden Fall cool. Ah ja, und dann können wir noch was... So viel zu sagen, nach 30 Tagen Pause. Ja, aber es ist auch irgendwie... Ich weiß auch nicht, man muss irgendwie erstmal wieder hier in die normalen Folgen reinkommen. Ich irgendwie nicht. Ich schon. Mir ist es einfach ein Versager, deswegen muss er es... Ja, das ist natürlich möglich. Ja. So. Du musst mir noch kurz Elektrokabel geben. Muss ich das, oder? Sonst bewegt sich nämlich Meinst da nichts. Meinst du, die Ender-Energieleitung, schon mal da hinten kannst du es holen. Schon längst aufgesammelt. Nee. Nicht genug Energie wahrscheinlich, irgendwie, oder? Irgendwie kann das ja nicht längst, hat es noch nicht längst aufgesammelt, aber okay. Hä? Wieso? Es kommt kein Strom raus. Okay. Haben wir, oh Mann, bitte, bitte. Also wenn jetzt wirklich die Lavablöcke alle sind im Nether und wir deswegen... Das ist ja so ein Mega-Fall. Wir haben doch... Die Sauerstoffsammler haben auch keine Energie mehr. Oh shit. Du weißt, dass unsere Tanks jetzt unser letzte... Oh mein Gott. Oh ja, das weiß ich. Scheiße. Oh Mann, was... Warte mal kurz. Wenn wir hier sterben, was passiert dann? Wenn wir hier sterben, dann respawnen wir, glaube ich, auf der Erde. Okay, also dann sterben wir halt einfach YOLO-Polo, oder? Oder hast du nicht die... Hast du wirklich das Mining Multitool dabei? Nein, ich hab's nicht da. Zumindest nein. Ich gehe jetzt alles nochmal durch. Vielleicht buggt das irgendwo ein... Oh, weil das ist ja echt unser Lebensretter. Nee. So ein Scheißdreck. Aber ich hab Enderperlen. Ja, super. Vielleicht können wir uns da in Folge 50 aus Staffel 1 zurückbeamen und dann... Oh Mann, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ich baue jetzt trotzdem mal das Portal hier auf. Ja, super effektiv. Okay, egal. Vergiss es. Was ich noch sagen wollte, viele haben sich ja gewundert, dass nicht so viel geuploadet wurde, weil ich der platziert ist einfach an die Stelle, juckte gar nicht. Ja, sonst jetzt... Sieht dann natürlich perfekt in der Landschaft. Auf jeden Fall. Warte mal, ist bei... Wir haben jetzt einige Abiture schon hinter uns, ja. Wir haben jetzt die schriftlichen Abiture schon hinter uns. Yippie! Aber wir haben natürlich noch zwei Kolloquien, deswegen sind wir wahrscheinlich nicht ganz bei 2 Videos pro Tag, vor allem weil ich habe irgendwie 3 Let's Plays oder so am Start, keine Ahnung. Ist ein bisschen viel, mal schauen. Ja. Aber immerhin haben wir die schriftlichen Abis mal hinter uns, das ist schon mal wichtig. Stimmt allerdings. Schon wichtig. Ich überlege gerade, ob das wirklich daran liegt, dass... Ach, nein. Scheißdreck. Liegt's nicht dran, oder? Das ist halt mega fail, wenn ihr überlegt, weil wenn wirklich jetzt diese ganzen Lavablöcke zu Stein geworden sind, dann haben wir jetzt einfach keine Energie. Wir haben kein Backup, wir verlassen uns nur auf diese Hitzegeneratoren. Also die Frage ist, ob wir jetzt ehrenvoll in einem Dungeon sterben oder uns einfach so suiciden. Wir müssten es auch in einem Dungeon schaffen, theoretisch. Warte mal, da ist jetzt aber schon auf Output gestellt, oder? Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Ich habe es gerade nochmal umgestellt und wieder zurückgestellt, aber es ist leider alles richtig. Hey, der hat doch Energie. Achso, weil da noch in der Batterie noch was drin ist, oder? Warte mal. Nee, das ist keine Energie mehr da. Der hat bloß noch von vorher Energie. Ja, dann fülle ich wenigstens noch meinen Tank auf. Wenn ich mehr Sauerstoff denn? Ja, hier wäre doch noch Sauerstoff drin, Mann. Vielleicht, wo haben wir das denn hin? Vielleicht im Inventar von der Rakete. Glaube ich irgendwie nicht. Warte mal. Tu mal kurz deine Rakete abreißen. Das ist unsere letzte Hoffnung. Welche? Wo ist die? Wo ist meine Rakete überhaupt? Ich habe sie gerade eingesammelt. Okay, weißt du was? Das macht mich so aggressiv. Geht's einfach mal auf eine Reise. Ich ertrage das ja einfach nicht mehr mit dem Tobias. Ich lehre mal mein Inventar aus. Wir werden hier jetzt wahrscheinlich jämmerlich sterben.
Weißt du, das wieder richtig geil als Astronaut auf dem Mond oder so. Jo, wir wissen, Sauerstoff ist schon mal nicht da, Energie auch nicht. Wir können jetzt nicht mal unsere Familie hier irgendwie auf Wiedersehen sagen. Oh, hier ist eine Mondvillage. Tobi, eine Mondvillage. Oh, warte, die will ich noch sehen. Wo bist du denn hin? Nee, die wirst du niemals sehen. Das ist meine Mondvillage. Hier. Ich weiß nicht, in welche Richtung du gelaufen bist. Warte. Ah, wie sage ich das jetzt? Ich gebe mal die Koordinaten durch. Warte, ich habe ja die Fußstapfen von dir. Ja, super, dann brauche ich dir ja nichts zu sagen. Du weißt schon, dass ich mit der Enderperle weit geflogen bin, gell? Ja, aber dann bist du gelaufen, oder? Ja. Mal viel Glück, die Fußstapfen zu finden. Ja, unsere Freunde hier, die Alien-Dorfbewohner. Hab dich gefunden, weißt du? Die benutzen so. Ja auch Glowstone-Torches, cool. Aber die haben die hier vielleicht Energie oder so? Ja, ich hab's mir gerade auch gedacht, das wär jetzt der bahnbrechende. Vielleicht Erfolg. Erinnert ihr euch noch, diese Blöcke haben wir benutzt für unsere alte Base. Galacticraft 1 war echt ganz gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ab Folge 15 konnte man sich's echt geben. Da hatte ich dann mein besseres Mikro und. Die Alien-Dorfbewohner können auch nicht traden, also nee. Die haben wirklich das brauchbar. Ist nur. Hier ist Wasser. Verstellen. Schön. Hier gibt's echt nichts, Mann. Was ist denn das hier? Das ist doch lächerlich. Also Leute, die Folge ist jetzt schon wieder rum. Aber jetzt schaut mal gucken. Ich werde nicht sterben. Ob wir sterben werden oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir nicht sterben. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was unseren Arsch rettet. Ja, dann lasst wie immer ein Like und ein Kommi da, wenn es euch gefallen hat. Da freuen wir uns immer drüber. Und vielleicht auch, wenn ihr wisst, warum wir irgendwie jetzt so viele Aufrufe haben. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Dominik, du kommst ja nicht hoch. Doch, komm da hoch, pass auf. Und bam, da bin ich oben. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.